die sozusagen um die Anführung entspricht im Hartz-IV-Satz, das ist beziehungsweise CSG-Zahlung. Neuwagen, der Chevy Pickup, der auch noch nicht so ganz unter dem, das ist sozusagen eine Mogelpackung, also ein ganz neues Fahrzeug, Baujahr 2004 oder 2005. Und das ist sozusagen in Anlehnung an die historischen Kutschenwagen. Den BMW 328, der Vorkriegsfehler, der dann für den Auto und Fahrer nicht gegangen, ein Prachtstück auf dem Weg, sein erster Herzenssupport. Tolles! Wir sind viel zu selten geworden, weil alle Menschen in den Fahrzeugen auf die SL, auf die offenen Autos. Opel Ascona. Was haben wir da für Erinnerungen dran? Wir erinnern uns an... Den Bullibus, den T1 von der französischen Donné aus den 20er Jahren. Das ist ein Taxi gewesen. Ja, ich denke mal, das ist das Traummotorrad für viele. Selber restauriert das Ding? Nein, nur draufsteigen. So gekauft. Aber was macht denn aus? Ich glaube, das macht bestimmt, ist bestimmt eine Herausforderung, dass so ein Motorrad heute in der Stadt. Und dann waren diese Autos natürlich... Wie lange haben Sie die Maschine schon? Also auch schon sozusagen Familienmitglied. Und dann kommt dann halt wieder der Rat. Geht aber auch ganz anders. Unsere Motorkutsche ist nach wie vor gut gelaunt unterwegs. Kommt er jetzt gerade vom Platz, hat ihn denn mit seinen Schuhgürteln auf den Eisen oder der Motorkutsche kommt. Wir sind auf der Standardarbeit. Für mehr, also weniger Auto für mehr Geld, weniger Dach, weniger Türen, weniger Seitenscheiben, dafür ein ordentlicher Aufpreis. Das musste man bezahlen, wenn man... Danke.
Nein, die war auch beim Militär im Einsatz. Das Reparaturen wollte ein absoluter Albtraum. Warum? Sie finden in diesem ganzen Auto nicht eine gerade Linie. Das heißt, in den 80er Jahren, Freitagsstand entwickelt war, war in Westdeutschland. Chevy, die kamen mit dem Camaro und Scorpion mit dem Festival, den allerdeutigen Feuervogel, als endgültiger Auto noch ohne Grundwelt kann auf jeden Fall überlebt. Das ist so das, was man von dem Auto sagt. In Deutschland sieht man diese immer weg, wenn sie nicht mehr sind. Du Hammer. Nur ein Omega und der ist sozusagen der Lieblingsmotor für Opel.